Der Markt in der Elektromobilität ändert sich mit rasantem Tempo. Immer mehr rein auf Elektro konzipierte Fahrzeuge sind auf den Straßen unterwegs. So wie das neueste Modell von VW, der ID.3. Für das Laden der Elektroautos kann die Salzburger AG auf ihr flächendeckendes Netz an Ladepunkten zurückgreifen. Geht es dann um die Bezahlung, ist die Stromladen-App der Salzburger AG ein beliebtes Zahlungsmittel. Also die Stromladen-App der Salzburger AG ist ganz ein beliebtes Bezahlmedium für unsere Ladestationen und die werden wir heute einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Dafür haben wir uns auch den neuen ID.3 ausgeliehen, das Elektroauto von VW. Und wir werden den natürlich auch nebenbei ein bisschen testen und euch zeigen, wie der im Alltag funktioniert und werden dann einen Zwischenstopp bei einer Schnellladestation einlegen, wo ich euch dann zeige, wie man den Ladevorgang freischalten kann und so weiter. Also am besten machen wir uns gleich auf den Weg und schauen uns das an. Wir stehen jetzt vor dem neuen VW ID.3. Entgegen von den Vorgängermodellen wie zum Beispiel der e-Up und der e-Golf ist es das erste rein elektrisch konzipierte Auto von VW. Und ich bin schon gespannt, was für smarte Details da verborgen sind und das schauen wir uns jetzt genau an. Innen ist er recht geräumig, hochwertig verarbeitet. Es sind natürlich ein paar Hartplastikteile, aber sonst von der Bedienung her ist es recht modern und intuitiv. Wo er jetzt eher ja so Golfklasse ist, hat man aber innen recht ein großzügiges Gefühl. Also jetzt auch von der Höhe, man sitzt recht hoch, sage ich jetzt einmal. Und dadurch die Batterie so gut kompakt im Fahrzeugboden verbaut ist, hat man natürlich dann auch dementsprechend einen Platz. Also auch sogar für Mitfahrer hinten hat man dann eine gewisse Beinfreiheit. Das ist jetzt die First Edition, da gibt es drei Versionen. Angefangen bei 45 kWh Batteriekapazität. Die mittlere Stärke ist dann 58 kWh. Und die größte Batteriekapazität liegt bei 77 kWh. Die letzten beiden Varianten entsprechen 150 kW Leistung, was in etwa dann wiederum so gute 200 PS entspricht. Also beim Verbrenner ist ja recht sperrig. Man braucht einmal, bis man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat. Das hat man da eigentlich vom ersten Moment an da, also trotz der Schwere vom Auto, wegen der Batterie. Die Batterie hat allein schon, glaube ich, 500 Kilo. Das Auto insgesamt fast 2 Tonnen. Von dem merkt man jetzt eigentlich nicht viel, wenn man herinnen sitzt. Also sobald man quasi das Gaspedal betätigt, hat man das Drehmoment da. Also es ist sehr angenehm zum Fahren. Man hört kaum was, nur so ein leichtes Surren, wenn überhaupt. Also das ist natürlich der angenehmste Vorteil im Vergleich zum Verbrenner. Es gibt da nur den Brake-Modus. Das ist vor allem, wenn man bergab fährt, dann kann man sich die Energie wieder zurückgewinnen. Also der verbrauchte Strom wird dann wieder zurückgeführt und dann sieht man vielleicht wieder das ein oder andere Prozent mehr beim Ladestatus. Mit dem ID.3 hat sich der Volkswagen-Konzern für die Zukunft gerüstet. Produziert wird er im Werk Zwickau, zum Teil mit Ökostrom. Klimaschädliche Emissionen, die während der Produktion nicht vermieden werden können, werden durch Klimaschutzprojekte kompensiert. Für uns wird es nun Zeit, die Stromladen-App der Salzburger AG zu testen. Dafür geht es nach Anif zum Hotel Momentum. Wir stehen jetzt an der Schnellladestation beim Hotel Momentum in Anif. Das ist einer von 30 Schnellladepunkten im Bundesland Salzburg. Und an der Ladestation sind bis zu 150 kW Ladeleistung möglich. Und beim VW ID.3 ist es so, dass er sich bis zu 100 kW Leistung ziehen kann. Das heißt, wenn er jetzt auf Null ist, der Akku, dann ist er in einer halben Stunde wieder zu 80% geladen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man den Ladevorgang startet. Und zwar mit unserer Stromladen-App. Man geht in die App Stromladen rein. Kann man entweder den Stationsfinder oder über die Stationsliste die verfügbaren Stationen filtern. Wir sind jetzt beim Schnellladen in Anif. Wir wollen den Ladepunkt mit dieser Endung starten. Wählt die Zahlungsmethode aus und geht auf Start.
Dann wird der Ladevorgang gestartet. Und wenn man den wieder beenden will, dann muss man ihn wieder mit der App beenden. Alternativ kann man den Ladepunkt mit QR-Code-Scan freischalten. Ist in der App eingebaut und geht dann zum gewünschten Ladepunkt hin. Scannt den ab und sieht die verfügbaren Anschlüsse. In unserem Fall ist das CCS. Wählt die Zahlungsmethode aus und startet den Ladevorgang. Also für die Android-Version geht man einfach in den Play Store und downloadet die App kostenlos. Für iOS ist es analog halt im App Store. Und man registriert sie einmal, hinterlegt die Bankdaten und dann kann man eigentlich schon beliebig die Ladevorgänge starten. Man erhält dann einmal pro Monat das PDF, wo dann alle Ladevorgänge eben aufgelistet sind. Alternativ zur Stromladen-App gibt es bei der Salzburg AG aber noch zwei weitere Möglichkeiten der Bezahlung. Darunter auch eine vertragsfreie Variante. Es gibt sehr einfache Möglichkeiten mittels einer E-Auto-Ladekarte, wo man den Ladevorgang mit der Karte freischalten kann. Man hält einfach die Ladekarten zur Ladestation hin, steckt das Fahrzeug an und startet den Ladevorgang. Und die Ladekarte ist ganz einfach auf der Salzburg AG Homepage zum Runterladen. Dann wird das Formular ausgefüllt, an uns gesendet und die Ladekarte wird mit der Post zugesendet. Es gibt die Möglichkeit einer vertragsfreien Option. Dazu scannt man den QR-Code auf der Station, hinterlegt seine Kreditkarten oder sein PayPal-Konto und startet den Ladevorgang an der Station. Also Anfang 2021 wird es einen Relaunch geben von der App. Das hat den Vorteil, dass diese benutzerfreundlicher ist. Zum Beispiel werden auch die Schriften besser dargestellt. Man kann sich gewisse Ladepunkte als Favoriten rauslegen und man kann sie besser zum Ladepunkt navigieren lassen. Die Akkus unseres ID3 sind wieder voll und ein interessanter Tag neigt sich schon langsam dem Ende. Die beste Zeit, um Julia Seidel nach ihrem Fazit zum ID3 zu fragen. Aus meiner Sicht ist der VW ID3 ein super Elektroauto, hat alles, was ein vernünftiges E-Auto haben sollte. Die Ausstattung ist auch völlig ausreichend, er hat genügend Platz, er ist sehr spritzig zum Fahren, sehr wendig im Stadtgebiet und dank der schnellen Lademöglichkeiten braucht man keine Reichweitenangst haben. Also man kann durchaus längere Strecken damit bewältigen. Und mit unserer Stromladen-App ist man dann bestens versorgt mit den Lademöglichkeiten. Benötigen Sie Informationen zu Ladelösungen, dann erhalten Sie diese bei der Serviceline der Salzburg AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at/e-mobilität.